So, meine lieben Freunde, Hallöchen, Popöchen und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Ghost of Tsushima. Ups. Das hatten wir beim letzten Mal befreit, ne? Geschichte von Yuna wollte ich gerne weitermachen. Hier gibt's was Neues. Fallensteller hat 4 Verbesserungen. Würde ich sagen. Ich muss mich erstmal wieder an die Knöpfe gewöhnen, weil ich die ganze Zeit. Ich habe die PlayStation jetzt relativ lange nicht mehr angepackt. Die letzte Aufnahme von. Wie heißt von Forbidden West war schon. Schon her. Ich glaube, das war Ende November. Ja, ich habe die PlayStation fast einen Monat nicht mehr angepackt. Dadurch, dass Pokémon Kamezin rausgekommen ist. Und Dingsbums habe ich eigentlich ziemlich viel der Switch zukommen lassen. Ja, das müsste 57 jetzt sein. Normalerweise habe ich es ja so gemacht, dass es immer so ein Halb-Halb-Ding war. Dass ich ja auch ganz gerne mal... Okay. So, jetzt muss ich nur gucken. Fallensteller. Genau, hier war ja nichts Böses. Folgendermaßen, was ich sagen wollte. Dadurch, dass Pokémon Kamezin rausgekommen ist, was ich jetzt aber auch nicht so super finde, das Spiel, weil es technisch einfach für den Arsch ist, habe ich mir noch für die Switch Final Fantasy geholt. Und dementsprechend, also das Reunion. Ich wäre euch gern zu Diensten. Oh, schwerer Pfeil. Nur für euch. Ihr habt meinen Dank. Ja, das war... Ich bringe eine Opfergabe für euer Wohlergehen. Opfergabe? Rüstung... Ja, kümmere ich mich mal darum. was wollte ich sagen? Ja. Reunion läuft auf der Switch nicht ganz bei 1080p mit 30 FPS, während die PlayStation 5 Version 60 FPS auf 4K können soll. Dementsprechend könnte man da durchaus sagen, war es vielleicht nicht ganz so schlau. Ich bearbeite alle Arten von Rüstung. Habe ich den Schutz, den ihr braucht? Weiß ich nicht. Damit seid ihr sicher. Ihr benötigt mehr für diese Verbesserungen. Ich will die Rüstung aber nicht anziehen. So, Kleidung. Die gefällt mir halt echt... Die ist okay, aber die gefällt mir halt echt gut. Die habe ich auch schon fertig verbessert. Das bedeutet, theoretisch, wenn ich es genau nehme, brauche ich den ganzen Kram nicht. Kampfhaltung habe ich durch. Geist bin ich jetzt auch so langsam dran. Obwohl ich eigentlich Kunai am meisten benutze. Dementsprechend weiß ich nicht, ob ich das andere skillen soll. Unten die Entwicklungstaktiken natürlich. Kann man mal machen. Die Haltung bin ich auch durch. Ja, muss ich halt hier nochmal gucken. Also mehr, es ist jetzt eigentlich eher nur noch so ein... ist jetzt eigentlich eher nur noch so ein... Ja, was soll ich sagen? Hier gibt es doch so viel zu entdecken. Gut, wir sind ja noch hier, ne? Hier unten, meine ich, waren wir fertig. Isuna sind wir komplett. Hier sind wir noch relativ nah. Ich bin da sogar am Überlegen, weil hier habe ich halt echt... Den Bambusstand habe ich abgeschlossen, ne? Ansonsten gibt es hier nichts. ich würde sagen... Komm, weißt du was? Die Zeit nehmen wir uns mal. Kann ich da hinreisen? Ja. Ich gucke mir das jetzt einfach mal Stück für Stück in Ruhe an.
Ach. Ich mag das halt in dem Sinne echt nicht wirklich, wenn Spiele auf der gleichen Plattform verschiedene Steuerungen haben. Während du bei Horizon Forbidden West mit dem Viereck dich halt duckst, machst du das hier mit R3. Also mit dem rechten Analogstick nach unten gedrückt. Und da vergesse ich das halt andauernd. Dementsprechend, ja, bei Nintendo ja sowieso. Wo A, naja, Kreis ist bei Nintendo A. Und B ist bei Nintendo halt auf der X-Taste. Wenn du halt so wie ich so ein bisschen drauf bist, dann ja. Gibt auch einen offiziellen Weg. Die Frage ist nur, war ich hier schon? Ich könnte jetzt natürlich auch rennen, aber ja, ist mir eigentlich relativ wumpe. Das Schöne ist, ich höre hier aber nichts, ne? Ich habe hier irgendwo noch einen Fuchs gehört. Fuchs, warte auf mir! Ja, Horizon muss ich auch noch wieder aufnehmen. Da habe ich nur vorgeschwärmt. Voraufgenommen bis zum 16. Nicht so schnell, Fuchsi! Wo führst du mich denn hin? Sieht auch wieder interessant aus. Hier irgendwelche Ruinen. Bin ich so flink wie du? Ah, Tempel. Super. Wo ist der Fuchs jetzt hin? Ich will ihn noch streicheln. Och, Mano. Schade, hat sich verabschiedet. Na gut. Ich meine aber, ich hätte hier... Ja gut, Wegmarkierung, ne? Das ist natürlich... Sieht aber schon interessant aus. Also nicht hier, sondern... Da, wo ich eben hergekommen bin. Ach, hier war das. Ach, die sind böse. Was ist L2? Ich hab da echt Bock. Na komm, der Lümmel.
Können nur zwei Leute damit killen? Also ich will es aber jetzt nicht sagen, aber irgendwie bin ich noch nicht so ganz zufrieden mit der Position vom Mikrofon. So. So. Das ist doch schon mal besser. Ich weiß nicht, gibt's hier irgendwas oder war es hier jetzt einfach nur irgendwelche Lümmel, die Ärger machen wollten? Vor allem scheint hier noch was zu fehlen. Aber das ist eigentlich schon hier, ne? Habe ich auch schon abgeschlossen, aber nicht aufgedeckt. Markiere ich jetzt einfach mal als Bug. Aber hier gibt's nichts, ne? Nichts, nada, niente. Das ist schade. Ja. Okay. Ich dachte, ich könnte irgendwie hochspringen, aber das hat sich dann wohl geklärt. Na gut. Muss ja trotzdem in diese Richtung. Ich habe jetzt so viel Seven Days aktuell nebenher noch gespielt. Ich eigentlich Lust habe, bei jedem Kadaver anzuhalten und zu gucken, ob ich den irgendwie nicht noch looten kann. Ich habe gedacht, da würde jetzt was aufploppen, aber das war nicht der Fall. Optisch ist das Spiel einfach der Hammer. Warte mal, hatte ich da nicht sogar noch irgendwo Filter eingebaut, einen Farbfilter? Das sieht doch wesentlich besser aus. Also für mich jetzt nicht, für euch schon. Hier dürfte eigentlich auch nicht mehr so viel sein. Was ich auch super finde, ist, dass bei allen ersten Teilen von Spielen, dass die alle noch einigermaßen normal sind. Tut mir leid, wenn ich das jetzt so sage, aber es ist leider so. Wenn ich mir jetzt, ich nehme ja ganz gerne die Tomb Raider Serie als Beispiel, vor allem die Neuauflage. Da wurde es ja auch extrem stark übertrieben mit dem Sammelfaktor. Da werde ich sowieso noch hinkommen. Dementsprechend ist die Frage, ob das da Sinn macht. Ich weiß nicht, ob ich die jetzt abgrasen will. Oder ob ich doch jetzt erstmal straight weiter mit der Yuna mache. Eigentlich hätte ich Lust, Yuna weiterzumachen.
Ja, wo man halt im ersten normalen Tomb Raider von 2013, wo das in meinen Augen perfekt war. Sozusagen. Im zweiten Teil wurde es mit dem Ressourcen sammeln und Zeug bauen schon ein bisschen mehr. Das war ganz, 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 ganz hart an der Grenze des noch Ertragbaren, würde ich sagen. Und Shadow of the Tomb Raider war das in meinen Augen dann ein bisschen too much. Wo ich dann auch gesagt habe, okay, man wurde mit so einer Fülle bombardiert, dass man dann auch einfach gesagt hat, nee, komm, da mache ich nicht mehr weiter. Da will ich einfach nur die Story, Hauptstory durchspielen, das nehmen, was ich brauche, also fokussiert. Und drauf geschissen, weil da hat man auch keine Lust mehr, irgendein Spiel auf 100% zu machen. Klingt jetzt blöd, aber doch, so sehe ich das. Wenn es zu viel ist, ist zu viel. Und das gleiche Problem habe ich auch bei Horizon Forbidden West, wo es gefühlt einfach viel zu viel wird. Mit dem ganzen Kram. Also das werde ich auch nicht 100% durchspielen. Während ich bei Zero Dawn wirklich Spaß hatte, muss ich ehrlich gestehen, habe ich es bei Forbidden West nicht mehr. Liegt aber auch so ein bisschen daran. Sind das jetzt Feinde oder sind das Freunde? Noch einer versteckt? Nee, ne? Diese Lümmel. Da hinten sind auch noch welche. Ich nehme an, dort ist die Yuna. Will mal ein bisschen durchs Wasser und meine Klamotten sauber machen. Na gut, Dreckwasser ist da wahrscheinlich auch nicht so das Beste. Vorräte kann man mal mitnehmen. Finde ich so blöd. Warum muss ich denn immer gegen verschiedene Fraktionen kämpfen? Das habe ich noch nie verstanden. Das war... Du gerade dein eigenes Pferd angegriffen. Vollidiot. Also das mit dem Konter eben war Reflex. Das habe ich nicht bewusst gemacht. Okay. So. Suche nahe der Grenze von Otsuna nach Yuna. Wo ist die Kleine dann? So. Also hier finde ich, geht's noch. Ich bin mal gespannt, ob ich hier wirklich... Ich tanze mit den Fröschen. Der mit den Fröschen tanzt. Oh nein, armer. Armer Kerl oder arme Dame. So. Wollen wir mal gucken. Oh ja, hier. Aber die bringen mir leider nichts, ne? Das ist das Problem.
meine, die bringen mir nichts. Das waren wirklich nur Wildschweine oder Tiere, die sich verteidigen. Stimmt, 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 stimmt. Na gut, dann ist das so. Kann man nichts machen. Ach, da sitzt du doch schon. Das war eine kurze Suche. Juna. Ich hätte hier nicht mit dir gerechnet. Ich würde gehen, wenn ich könnte. Wer hat das getan? Ein mongolischer Kriegsherr, Altan. Ich hörte schon Geschichten aus Utsuna. Er terrorisiert seine Umwelt, raubt Essen, Medikamente, löscht Familien aus. Und wenn sich jemand wehrt oder weglaufen will, wird er erlegt. Wie ein Tier. Einer alten Freundin gehört das Gasthaus da unten. Ich kann sie nicht hier lassen. Wir finden sie und werden den Kriegsherrn töten. Die Geschichte von Juna. Hallo, du kleine Juna. Wo ist deine Katze, Luna? Nein, Quatsch. Das Gasthaus ist hier lang. Wer ist deine Freundin? Sie heißt Ichi. Ich kenne sie seit meiner Kindheit. Sie lehrte mich, wie ich überleben kann. Hast du sie seit der Invasion gesehen? Nein, schon seit Jahren nicht mehr. Beobachten wir das Gasthaus. Von hier drüben haben wir gute Sicht. Dieser Mann könnte uns sagen, was uns drinnen erwartet. Sprechen wir mit ihm, bevor sie zurückkommen. Ein Samurai? Was wollt ihr? Wir wollen helfen. Ihr solltet nicht hier sein, wenn die mich sehen. Wir suchen Ichi. Ihr gehört doch das Gasthaus. Habt ihr sie gesehen? Wachen! Hilfe! Bereit, es gibt Ärger! Ich bereit. Samurai! Ichi, wo bist du? Dieser kleine Lümmel! Bleib hier, du Lump! Juna. Da, den hätte ja der jetzt am liebsten, weiß, im Bein gestellt. Ups. Zum Glück gibt's kein Friendly Fire. Ichi, du lebst. Warum seid ihr hier? Wir wollten dich retten. Du hast mich getötet, Juna. Ich machte die Invasoren betrunken und lenkte sie ab. Doch wenn man Altan berichtet, was ihr getan habt... Du hast mit den Mongolen gearbeitet, um zu überleben. Du hättest kämpfen sollen. Und du hättest fliehen sollen, wie du es immer tust. Sie riskierte ihr Leben, um euch zu retten. Tut euch einen Gefallen, Herr. Haltet euch von ihr fern. Ichi, wir beschützen euch vor Altan. Sagt mir nur, wo ich ihn finde. Niemand weiß, wo er ist. Auch seine Männer nicht. Aber wenn ihr seine Aufmerksamkeit wollt... Sagt's mir. Findet seine wertvollsten Verbündeten, die japanischen Sklavenmeister. Statuiert ein Exempel an ihnen. Dann findet Altan euch. Wer sind die Sklavenhändler? Fragt Juna. Sie wird sich erinnern. Ich weiß nicht, was zwischen euch vorgefallen ist. Aber sie will nur helfen. Juna hatte ihre Chance. Interessant. Ärger im Paradies, Mädels. Aber ich muss sagen, ich glaube, die hatte echt... Ich hätte, glaube ich, ganz normal mit ihr sprechen sollen. Vorerst mal. Ich glaube, die hatte, soweit ich das mitbekommen habe, doch echt einiges im Griff.
Das war jetzt auch nicht so optimal, dass wir da jetzt einfach reingerannt sind, wie so Bekloppte. So, nehmen wir nochmal mit, was wir können. Das lief doch schon mal ganz gut. Super, ein paar Vorräte haben wir. Das gefällt mir. Was hat sie gesagt? Nicht genug. Wenn wir Altan aus dem Versteck locken wollen, müssen wir ihn provozieren. Der Geist schafft das. Wo fangen wir an? Bei Altans engsten Verbündeten. Japanische Sklavenhändler. Die Mamushi-Brüder. Ichi sagte, du kennst sie. Das dachte ich mir. Die drei Mistkerle haben einen Hof beim Fluss. Triff mich dort, wenn du bereit bist. Wir tun das gemeinsam. Das werde ich. Danke, Jin. Na, super. Wieder ein Punkt. So, hat sich die Quest denn jetzt von selbst aktiviert? Ich würde jetzt nämlich gerne... Natürlich nicht. So, Jonas hier, ne? Familienmensch, nee, das ist Masako. 6 Klingen des Kyokoroji, hier, ne? Nee, das ist der Mönch. Das ist die Hauptstory. Muss ich nur gucken, wo die Yuna gerade hin ist. Ah, okay. Müsste hier in der Nähe sein. Aber ich würde sagen, das machen wir beim nächsten Mal. Oder was sagt, ja, 30 Minuten, das passt schon. Also dann Leute, macht's gut, tschüss.